Im Alltag lauern bekanntermaßen überall die unterschiedlichsten Gefahren. Leitern können umfallen, Spraydosen explodieren, Werkzeuge sich in tödliche Waffen verwandeln oder man erleidet einen Hirnschaden, weil man irgendein Gas einatmet und leidet fortan unter Konzentrationsschwäche und Vergesslichkeit. Und deshalb kann man nicht oft und ausführlich genug vor den Gefahren von Haushaltsgegenständen warnen. Denn es wird immer wieder Idioten geben, die unbedingt herausfinden müssen, ob man 16 Dosen Raumspray unbeschadet inhalieren kann. Richtig, Idioten wie uns. Das, was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, sollten Sie nie, wirklich niemals daheim nachmachen. Dann haben Sie es hier einmal gesehen und dann ist gut. Ja, und damit Sie sich das merken können, heißt die Sendung genau so. Deshalb herzlich willkommen zu... Ja, hast du dir gemerkt? Das ist im ZDF, das weiß ich. Ja, nicht jemand nachmachen. Im Team? Ja, nicht nachmachen. Genau, nicht nachmachen. Aber was ich noch weiß ist, Sie sehen Folgendes. Wir testen ein neues Kultgetränk. Ein im wahrsten Sinne des Wortes spannendes Experiment. Und frohes Neues. Kann man Raketen auch im Wohnzimmer starten? Wiegald, wenn ich dich so sehe, habe ich das Gefühl, es gibt einen Grund, Angst zu haben. Ich habe eine unglaublich gute Erfindung gemacht. Ja, die Flamme in der Luft. Das ist jetzt ja nur die kleine Grundlage. Das kleine 1x1. Pass auf. Ja. Du kennst die Situation. Wir sind mit der Familie unterwegs, haben einen erstklassigen Picknickplatz gefunden. Wir wollen unbedingt grillen. Allerdings fehlt uns ein Grill. Wir haben keine Grillkohle. Wir haben Grillgut und 24 Haarspraydosen. Wir haben 24 Haarspraydosen. Das ist er, der Reformgrill. 24 Haarspraydosen. Oben ein Hula-Hoop-Reifen, der ist mit einem Stein verbunden. Ziehe ich an der Schnur, fällt der Stein runter und die 24 Haarspraydosen sprühen alle in die Mitte. Dort ist eine Tortenfontäne, genau, und es entsteht eine Flamme, da halten wir diese Würstchen hinein und dann wird gegrillt. Hast du Lust? Das klappt. Nee, das ist mir zu gefährlich. Ja, prima, dann machen wir es mal. Auf geht's. Also, warte, stopp, hast du eine Schutzbrille? Ich würde meine Schutzbrille. Nein, ich brauch keine Schutzbrille. Hast du schon mal beim Grillen jemanden gesehen, der eine Schutzbrille hat? Nein, natürlich nicht. Also keine Schutzbrille? Nein. Gut, dann nehme ich deine noch dazu. Okay, so, also ja, ich nehme jetzt die auch Würstchen. Auch jetzt etwas aufgeregt, ist nämlich die große Premiere. So, okay, Premiere. Bist du fertig? Moment. Alles klar? Okay. Gut. Ja. So. Ich löse aus, ich hab die Schnur. Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Wurst! Ah! Ja, es funktioniert! Das geht gut für dich! Besonders gut für Kunstgebratenes! Meine Damen und Herren, Sie waren nicht eingeladen. Aber nur funktionstüchtig. Tolle Sache. Den können Sie jetzt doch bei mir bestellen, der Reformgrill. Oder vielleicht doch besser, einfach nicht nachmachen. Habt ihr Grillgut dabei? Das hier ist mein Freund, der Trinkwassersprudler, und das hier ist eine gute Kanne Bohnenkaffee. Ich fülle das mal einfach hier um und derweil erzähle ich Ihnen was über die Latte Macchiatisierung der Gesellschaft. Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen. An allen Ecken und Enden wird einem erzählt, dass ein Kaffee nur dann schmeckt, wenn er wirklich in einer ganz bestimmten Zubereitungsform dargereicht wird, zum Beispiel als Latte Macchiato. Unser einer hat als Kind nur Filterkaffee gekannt. Das hat sich sehr geändert und ich stelle vor diesem Hintergrund einfach mal ganz keck die revolutionäre Frage, eventuell ist ja auch ein Trinkwassersprudler geeignet, um die Latte Macchiatisierung des Kaffees abzulösen durch eine Vertrinkwassersprudelung oder wie man so etwas denn nennen würde. Ich schraube das einmal ein hier. Das ist übrigens ein Gerät, das sehr viel günstiger ist als diese hochmodernen Kaffeemaschinen, die oft so viel kosten wie ein Ferrari und so kompliziert zu bedienen sind wie ein Space Shuttle. Probieren wir das mal. Ah. Ja. Ein origineller Geschmack auf jeden Fall, meine Damen und Herren. Ja, das ist die Krönung.
eine Schraube so noch, dann bin ich soweit. Also, Wiegald, das ist die Kartoffelkanone. Ja, das ist die Munition. Das ist die Munition. Ja, wunderbar, dann kann das so losgehen. Das ist genau so, wie das da in diesem Internet stand. Aber es ist verboten. Genau. Ich habe mich nochmal erkundigt. Also vom Waffengesetz her nicht zulässig. Nicht. Ah, darum okay. Nicht nachmachen. Ja. Das heißt, wir holen von ein großes Rohr und dann ein kleines Rohr. Genau. Und dort vorne findet eine verpuffende Verbrennung statt, die dann zu einem Druck führt, der das vorne wieder rausschießt. Genau, das ist der Ladestock. Ja. Früher mal ein Wischbomb. Haben wir alles? Brennbares Gas. Nimm mal mit. Sauerstoff, Munition. Ah. Darf ich schießen? Ja. Pass auf, ich mach, damit es einfacher wird. So, nachdem ich gesagt habe, ich schieße, nimmst du Rücksicht und machst das Ziel entsprechend größer. Das ist sehr lieb. Erst einmal wird geladen. Wir beginnen mal mit einer Zucchini. Ja. Ich muss luftdicht ab. Ja, genau. Ja, so ist gut. So ist gut. So. So, Ladestock. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man das hinten also wenn man das nicht unbedingt so schießt, sondern wegen dem Rückstoß. Wegen Rückstoß, genau. Okay. Ja. Bereit? Absolut. Nicht nachmachen. Sauerstoffverpuffung. So. Achtung! Feuer! Oh. Das schöne Schiff. Jetzt ist es versenkt. Andererseits gutes Destructainment. Ja, nochmal. Das muss man sagen. Okay. Ja, warte mal. So, jetzt eine Aubergine. Oh. Gar nicht so geeignet, würde ich mal sagen. Doch. Ist drin? Gut. Okay, fertig? So. Achtung. Oh, ich habe schon wieder Puls 180. Ah. Drei, zwei, eins. Nee. Ich wollte schon fast so fragen, sag mal, irgendwas stimmt doch nicht, oder? Na gut, dass das noch hingehauen hat. Aber immer noch nicht wirklich nah am Ziel. Du musst auch besser. Ja, aber ich muss aber ziehen. Ja, aber das ist auch schwer, sich zu... Das sind 3 Meter. So, auf geht's. Das Komische mit so einem Gehörschutz ist, dass ich mir selber gar nicht zuhören kann. Was? Die Dinger. Was moderierst du? Ich höre nichts. Achso, man muss jetzt hier reinstopfen, genau. So. Ja. Dann halte ich das. Wo ist denn das Loch? Hier. Okay. Bist du soweit? Ja. Okay. 3, 2, 1. Ja, gut. Volltreffer. Na siehste. Wunderbar. Ja. Hier. Ja, hätte man noch ein bisschen genauer. Ja, auf hoher See, da kann man was erleben. Ja. Geht. Nicht nachmachen. Sex, Erotik, Sinnlichkeit. Was? Ich wollte nur sicher gehen, dass die Aufmerksamkeit des Publikums ungeteilt ist, wenn wir zu einer neuen Runde des Elektro-Cups kommen. Hat mit den genannten Begriffen im Grunde gar nichts zu tun. Richtig, denn wir wollen einfach nur herausfinden, ob Haushaltsgeräte nur für das geeignet sind, wofür sie verkauft werden, oder ob noch mehr Fähigkeiten in ihnen stecken, von denen wir gar nichts wissen. Zum Beispiel so ein Waffeleisen. Kann man damit wirklich nur Waffeln herstellen oder eventuell auch ganz hervorragend Reis zubereiten? Ja, und deshalb heute beim Elektro-Cup treten gegeneinander an das deutsche Waffeleisen, das Schweizer Raclette und der chinesische Leistopf. So, wir fangen an mit Waffeln. Ja, richtig. Das heißt, das nehmen Waffeleisen das kann, schon, das kann Aua, ja, also das brauchen wir nicht, also kommt das weg. Und Raclette haben wir hier. Übernimmst du Raclette? Ich übernehme das Raclette. Stellen wir in die Mitte. So, und? Ich den Reiskoffer. Sehr wichtig ist natürlich, also, da bleiben wir korrekt beim Waffeln. Wir ölen natürlich grundsätzlich
die Oberfläche ein. Das ist schon vorgeheizt. Ja, das geht schneller. Und das Besondere beim Raclette ist in diesem Fall natürlich, ich habe sowohl die Möglichkeit, hier oben eine Waffe zu testen, als auch hier unten. Im unteren Bereich. Danke. Bitteschön. Ich mache das auch hier. Ah, auch schon hier etwas vorgewärmt. So, Achtung, erstmal hier. Mhm. So. Mhm. Und hier. Optisch ansprechend. Auf jeden Fall ist da so ein Gerinnungseffekt. Ja. Ich mache das mal extra dünn, weil ich den Eindruck habe, dass im Reiskocher die Wärmeentwicklung nicht wirklich groß genug ist, oder? Also noch tut's. Ich muss einschalten. Entschuldigung. Ah, okay. Gut. Also das sieht schon mal sehr gut aus. Das lasse ich direkt mal hier an der Seite stehen. Mit diesem Speziallöffel. Wir haben natürlich das Problem, dass wir hier nur eine einseitige Garung haben. Du weißt ja was, ich bin fertig. Ich bin auf jeden Fall schon mal Erster. Nee. Das ist jetzt natürlich keine klassische Waffel, sondern mehr so eine Art Crepe. Eine Waffel ist schon mal fertig. Ja, zwei sind fertig. Und wenn man die jetzt schon mal direkt im Vergleich sieht, muss man schon sagen, dass dieses Krosse hier bei dem Raclette... Das macht das natürlich Ganze schon sehr waffelig. Ja. Mmh, mmh, lecker. Das ist, also das ist... Eine klassische Waffel. Klassische Waffel. So, jetzt bin ich mal auf den... Jetzt kommt... Die Leistopf. Bitte schön. Oder? Mmh. Mmh. Gar nicht kross, gar aber nicht auch kross. Nicht schlecht. Wie ein Pfannkuchen. Ich persönlich finde es zu pumpig. Es ist zu pumpig. Also wenn wir die klassische Waffel als Ausgangsprototypobjekt nehmen, dann ist das der Sieger. Fassen wir zusammen. Gewonnen hat in dieser Runde das Raclette. Drei Faktoren spielen dabei eine Rolle. Okay, ich sage die ersten beiden. Und zwar die Optik. Es ist ein Muster zu erkennen. Es ist ein bisschen braun. Und es knackt ein wenig. Und das dritte war? Schmeckt einfach wie eine Waffel. Wir befinden uns hier im 21. Jahrhundert. Die Menschen reisen in den Weltraum. Sie fliegen von Kontinent zu Kontinent. Und Handlungen, die man früher mit seinen bloßen Händen durchführen musste, das erledigen heute Maschinen. Bernhard, komm endlich zum Punkt. Wir wollen jetzt endlich zur Sache kommen. Oh ja. Noch ein Satz, noch ein Satz. Zum Beispiel Zimmer streichen. Ja, normalerweise dauert das Stunden, aber wir haben uns eine Möglichkeit überlegt, wie man ein Zimmer in, ich sag mal, einer Sekunde komplett gestrichen bekommt. Nicht mal eine Sekunde, wir sind nicht ganz sicher, ob es geht, aber wir haben einen Fachmann dabei, der sagt, ja, der uns hilft und das ist Tügi. Raus mit dir. Guten Tag. Guten Tag. Tügi, wir haben Farbe. Jo. Ja. Was hast du? Ich habe den Rest. Ein Zündgerät. Ah. Verlängerungskabel. Ja. Eine Flasche mit elektrischem Zünder drin und Schwarzpulver. Okay, und wie kriegen wir jetzt die Farbe an die Wand? Ganz einfach. Schwarzpulver in die kleine Flasche. Kleine Flasche hängen wir hier auf. Außenrum hängen wir ein paar Tüten mit Farbe. Mhm. Dann sprengen wir das Ganze und durch den Druck wird die Farbe überall rundherum an der Wand verteilt. Das Schwarzpulver ist übrigens wirklich schwarz. Ja. Was machen wir in der Pflanze? So. Wir kleben die einfach ab. Ja, gut. Okay. So, ich glaube, das reicht. So. Und dann das hier so in einer Höhe. Verstehe. Und dann kommt Wasser. Dann das Kabel, du nimmst das Kabel mit raus, dann gehe ich schon mal hier zur Pflanze. Nee, das machen wir einfach komplett hoch, weißt du? Dann kann man das am Ende wieder abrollen im Stück und dann ist das liebe Tier genauso grün wie vorher. Ich würde gerne auch noch lustige Sachen währenddessen erzählen, aber ich bin ja so gar nicht multitasking-fähig. Ich das kann ist ja schon nur komplett kleben. Diese Kreis, die reinen Kreisbewegungen. So. Das ist gut. Du hast die richtige Größe zum Knoten dort. Ich freue mich schon so. Ein bisschen wie Weihnachten, kurz vor der Bescherung. Hast noch besser. Und jetzt? Ich freue mich. Probier was aus. Okay, es geht los. Auf geht's. Wer will den roten, wer will den gelben? Ich nehme rot. Gut. Alles klar. So, auf geht's. Achtung, 3, 2, 1. Ha 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 ha!
Ja! Komm rein! Super, ja, komm, geh mal rein. Was ist das? Gut. Oh. Ah! Oh! Oh, die Luft ist stark. Hey! Halladi! Oh ja. Wir können die ausziehen. Ah, alles klar. Wow. Ja, das ja, ist, Experiment gelungen! Wenn mich mal jemand fragt, Bernhard, was würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel, dann würde ich sagen, die Geschirrspülmaschine. Ich finde, das ist die wichtigste und beste Erfindung, die die Menschheit jemals gemacht hat. Der Mensch, der das erfunden hat, der gehört gekrönt, beschenkt, bejubelt. Und dabei ist das Funktionsprinzip so unglaublich einfach. Hier kommt Pulver rein und da kommt Wasser raus. Und schon hat man seine Spülpumpe. Und das Verfahren entspricht exakt dem eines alleinstehenden Single-Haushaltes, wenn man sich eine Suppe zubereitet. Dann hat man auch warmes Wasser und Pulver. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, ist es möglich, mit einer handelsüblichen Geschirrspülmaschine Suppe zu kochen? Und die einfachste Möglichkeit, das rauszufinden, ob das funktioniert, ist, man macht es. Da. Hier haben wir zwei Teller. Hier haben wir die, ja, die Anrichte sozusagen für das Ganze. Das ist die Systematik zum Anrichten von zwei Tellern. Dann natürlich noch die Löffel drauf, damit man sofort loslegen kann. Und was schmeckt zur Tomatensuppe immer besonders gut? Ein Ei. Jetzt reinfahren. Und uns fehlt natürlich noch die Suppe. Also das Pulver. Ganz vorsichtig hier ins Fach rein. So. Zumachen. So. Und starten. So, ich glaube, das reicht. Die Suppe müsste fertig sein. Mmh. So. Mmh. Wow, das ist super. Total lecker. Das schmeckt gut. Und jetzt bin ich gespannt, was das Ei macht. Ob das auch schön durch ist. Nein, das mit dem Ei hat nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte, aber das Auge ist ja mit und deshalb habe ich natürlich noch Petersilie mitgebracht. Und jetzt mache ich dem Wiegald eine Freude. Jetzt beschäftigen wir uns mit Elektrizität, genauer gesagt mit Weidezäunen. Hier so ein Elektrozaun, den verwendet man ja normalerweise, um eine Weide einzuhegen, damit zum Beispiel Rinder oder Pferden klargemacht wird, dass sie die Weide nicht verlassen sollen. Und schon so mancher alkoholisierte Herr hat sein blaues Wunder erlebt, als er abends aus der Kneipe kam, um sich dann auf dem Nachhauseweg an einem solchen Elektrozaun zu erleichtern. Ja, die schönsten Erinnerungen sind die eigenen. Dabei ist das Prinzip total einfach. Der Strom wird hier in diesem Impulsgeber erzeugt, fließt durch dieses rote Kabel in den Zaun. Wenn jetzt jemand diesen Zaun berührt, fließt der Strom durch den Körper, durch die Erde, durch diesen Erdnagel zurück in das Gerät. Der Stromkreis ist geschlossen und ja, es wird gezappelt. Eingewischt. Vielleicht sollten wir das einmal vormachen. Was meinst du? Gute Idee. Gute Idee. Pass doch mal an. Nee. Ich bin nicht bescheuert. Pass du mal an. Nein. Für demütigende, erniedrigende, schmerzhafte Tätigkeiten bin ich hier zu schlecht bezahlt. Unterbezahlt. Demütigend, erniedrigend. Schmerzhaft. Ich weiß, wer das machen könnte. Praktikant! Kaffee? Nein. Nee, jetzt nicht. Zieh mal Schuhe aus und fass den Draht an. Leute, ich bin nicht bescheuert. Ja, aber du bist Praktikant. Los, fass an. Team freut sich schon. Was? Hey, anfassen! Mach nochmal! Ich bin nicht bescheuert. Die haben mir gesagt, wenn man das so anfasst, ist es nicht so schlimm. Okay. Oh, fuck! Dollar zudrücken! Du musst Dollar zudrücken! Wenn du Dollar zudrückst, tut's weniger weh, sagte jemand aus dem Team. Und pack mich nicht an.
Was man hier eindeutig sieht, geh mal ran, allein fürs Bild. Mhm. Für einen Anschluss musst du noch einmal berühren. Was man hier eindeutig sieht, ist, dadurch, dass er keine Schuhe anhat, ist der Kontakt zum Boden völlig da. Deshalb fließt der Strom besonders gut und deshalb macht er folgendes Geräusch beim Anfassen. Pass mal auf, jetzt wird es aber ganz anders, wenn man eine Isomatte unter dem Praktikanten legt. Pass mal auf, stell dich mal drauf, pass mal an. Passiert nichts. Ja. Weißt du, warum die Isomatte Isomatte heißt? Die isoliert, darum kann der Strom nicht abfließen und dem Praktikanten passiert nichts. Ja. Ich habe auch einen Namen. Ja. Jetzt nicht reden. Ruhig. So, das Besondere ist, dass dieses Gerät hier jetzt aber nicht ständig einen konstanten Strom anlegt, sondern immer nur in Impulsen, mit Intervallen eine Spannung erzeugt. Das heißt, jedes Mal, wenn hier dieses grüne Lämpchen leuchtet, liegt Strom an und wenn du dann in der Luft wärst, würdest du gar nichts spüren. Und das heißt, durch regelmäßiges Springen könnte nichts passieren. Das üben wir mal. Immer wenn ich jetzt sage oder hopp sage, dann hüpfst du einfach hoch und hopp, 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 hopp. Wie geil, du, hopp. Dann nehme ich jetzt die Isomatte weg. Hopp. Achtung. Hopp. Ich glaube, wir müssen noch am Timing arbeiten. Jetzt reiß dich zusammen, du willst den Job, oder? Zur Fortführung unseres Experiments bräuchten wir ein paar Experimentsteilnehmer mehr. Freiwillige, wer hat denn gerade nichts zu tun am Set? Wer ist entbehrlich? Hallo. Du? Okay, du? Hier, der Tonassi nehmen wir. Dann nehmen wir hier den Klappenmann. Genau. Und Sie, wer sind Sie? Hallo, Telefon. Der Schwager vom Produzent. Ja, komm, Sie auch bitte? Super. Halt, komm, machen Sie mit. So, einmal rüber. Sehr gut. Ihr habt jetzt alle keine Schuhe an. Jetzt müsst ihr euch nur noch an die Hand nehmen, dass ihr miteinander verbunden seid. Genau. Und derjenige, der jetzt am nächsten am Zaun steht, der fasst dann an. Genau. Ja, richtig, das wäre dann ein Stichwort gewesen, genau. Lustig. So. Also das Prinzip ist eigentlich so, dass er das meiste abbekommen hat, weil der Strom, der aus diesem Draht kommt, sowohl aus seinem Körper in den Boden als auch zum Nachbarn übergeht. Hier kommt also schon viel, viel weniger an. Und so geht das immer weiter und der am Ende hat eigentlich gar nichts mehr gespürt, oder? Nein. Aber jetzt variieren wir das noch einmal. Ach, und genau, zwar jetzt stellst du dich auf eine Isomatte und du ebenso. Oh. Und aber du bekommst keine Isomatte. Und jetzt fasst ihr euch alle wieder an den Händen. Und du fasst wieder am Zaun. Mach, du willst auch mal hier stehen. So, Achtung, Wiegald, guck hin. Ja, das interessiert mich auch, was jetzt passiert. Ja. Dadurch, dass ihr alle auf... Was denn? Halb so wild. Dadurch, dass ihr alle auf Isomatten steht, kann der Strom nicht abfließen, wird komplett durchgeleitet und der Strom wird zwischen euch vielen gerecht geteilt. So, deshalb ist es total nett, wenn auch du eine Isomatte bekommst. Da könnt ihr euch alle da draufstellen. So, und wenn ihr euch jetzt wieder anfasst. Wenn anfassen und ihr merkt nichts. Alle vier stehen jetzt auf Isoliermatten und daher kann niemand einen Schlag bekommen, da ja kein Strom in die Erde eindringen kann. Herzlichen Dank für eure Mitarbeit. Fand ich sehr mutig von euch. Toll. Tschüss. Scheiße. Manche lernen es nie. So, man kann nicht jetzt einen Kaffee haben. Ich heiße Wiegald. Ich bin der Bernhard. Chin chin. Chin chin. Auf die neue Sendung. Im deutschen Fernsehen. Super. In einem deutschen Wohnzimmer. Wahnsinn. Das feiert man mit Sekt und? Und? Feuerwerk. Aber, Wieso? Bist du da? Ja. Ach so, nur im Freien verwenden. Ja. Boah. Weißt du, was ich mich frage? Was ist eigentlich, wenn dieser Text nur im Freien verwenden völlig abgekratzt ist und man das überhaupt nicht lesen kann? Oder wenn man ganz einfach zu faul ist, rauszugehen oder auf den Balkon. Ja, oder man hat gar keinen Balkon. Gibt's auch. Was macht man dann? Da muss man es drin machen. Wir fangen mal klein an. Wir fangen hier, hier, pass auf. Hier, Schutzbrille. Feuerzeug hab ich. Danke. Ready? Zwei, pass auf. Oh, gleich zwei. Ja, natürlich, wir sind ja auch zu zweit. Achtung! Pass auf!
Warte mal, ich muss nach vorne gucken. Ja, gut, der Brandfleck jetzt, den finde ich ganz in Ordnung, aber sonst... Gut, aber der geht ja im Muster total verloren. Etwas also, enttäuschend. Das geht noch vielleicht, besser. Wenn man... Pass mal auf, da sind noch die Reste vom Silvesterfeuerwerk. Hurra! Die Batterie, das ist übrigens, sind 30 Einzelgeschosse, sind speziell hergestellt, um... Ein Höhenfeuerwerk, was 50 Meter hoch mit einer Treibladung, die nachher dann leuchtende Magnesiumteile schießt. 50 Meter ist etwa, ich sag mal so, 10-mal das, was wir hier zur Verfügung haben. So, dann haben wir es jetzt, oder? Alle fertig. Wollen wir? Okay, pass auf. Okay, hier Zündschnur. Stopp, stopp, warte, Sicherheit geht vor. Ach so, ja, Schrank zu machen, damit nichts reinfliegt. Das Schiff. Das Schiff, Alter. So, jetzt aber. Okay. Tür zu. Hast du jetzt auch so ein Herzklopfen? Ja, ja, es macht so. Ich glaube auch, wir sind alle so ein bisschen Pyromane. Atmen. Oh, Hilfe! Schau mal, den Namen. Also, wenn Ihnen das Leben Ihrer Nachbarn, Ihrer Lieben und Ihres Esszimmerstuhls egal ist, machen Sie das einfach nach. Das ist... Oh, entschuldigen Sie, tut mir leid. Das ist, wir machen gerade Fernsehen. Können Sie bitte wieder gehen? Das ist ganz wichtig jetzt, dass wir hier gerade arbeiten können. Ja, wenn nicht, dann ganz wichtig, nicht nachmachen. Oh. Hallo, seid ihr noch da? Vielleicht könnt ihr doch... Könnt ihr doch... Vielleicht könnt ihr doch noch ein bisschen, löschen. Eigentlich heißt unsere Sendung ja nicht nachmachen. Aber wir haben uns ausnahmsweise mal was ausgedacht, das dürfen Sie nachmachen. Nämlich das hier. Deshalb sagen wir...